Wann wollten wir los? Um 9? Jetzt haben wir es? Viertel elf. Viertel elf? Wir warten jetzt auf Schnapsleiche Fabian. Wir haben gerade mal so 2 Stunden geschlafen oder so. Ja, 30. Zeitung, sage ich euch. Da läuft gerade. Fabi, mach ruhig! Keine Eile. Mach ruhig! Sind erst 3 Stunden zu spät dran. Schönen guten Tag, Holly Hall ist heute mal wieder on Tour und wir sind unterwegs Richtung Essen auf die Motorshow. Und Diesler hat sich das ein bisschen... Was ist Diesler? Diesler! Und diesmal hat sich das ein bisschen schwieriger gestaltet, weil wir gestern keine Zeit hatten und Max heute keine Zeit hat, aber dafür gestern Zeit hatte. Deswegen sind wir getrennt nach Essen gefahren zur Motorshow. Also der Max war gestern dort unterwegs mit ein paar Kumpels und heute ist der Rest von der Hall anwesend. Und wir werden das versuchen auch ein bisschen so in ein Video zu verpacken. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Auf jeden Fall werden wir euch da mal wieder auf die Reise mitnehmen. Nur. So Max, wie gefällt es dir jetzt in Essen? Immer noch ganz schön geil. Ist gut hier, ne? Wenigstens haben wir Glück mit dem Wetter, weil wir schon nicht Glück mit dem Verkehr haben, ne? Weil hier stehst du wie eine Eins und das in der ganzen Stadt. Ist schon gut organisiert, ne? Die Vorgeschichte. Ja, also ich weiß auch nicht, ist halt auch jedes Jahr und die kriegen es jedes Jahr nicht in den Verkehr irgendwie zu regeln. Muss wohl der Max Wurrat mal den Verkehr regeln, ne? Soll ich mal machen? Den Geschlechtsverkehr. Das ist schon ganz schön schwul, gell? Was haben wir gemacht? Nicht. Erzähl mal was. Also nach wunderschöner 7,5-stündiger Fahrt haben wir es dann endlich zum Bus geschafft. Und jetzt sind wir nach 8 Stunden Fahrt noch endlich in der Messe. Und wir haben alle verdammt Hunger und deswegen... Wir sind reingekommen und alle haben Hunger und wollen was essen. Und wir müssen was essen. So, Maximilian. Hallo. Auf Seite wollen wir jetzt mal... Was fahren? Hast du das Thema, was die jetzt Thema, Max, ich möchte heute ein bisschen Auto fahren, weil der ist ein großer BMW-Fan, kann sich aber keinen leisten. Keinen mittüren. Angeblich. Für mich ist das komisch, muss ich das hören? So. Also, könnt ihr Auto fahren? Alter. So, wo waren wir denn heute alles schon, Max? Erzähl uns das mal. Ich habe absolut keine Ahnung. Wie viele Hallen haben wir durch? Wir sind auf jeden Fall viel zu viele Menschen. Wir sind jetzt in Halle 3 und haben schon sehr viel gesehen. Wenig Schönes. Naja, noch kein Corsa. Ja, viel Benz. Der soll den M3 da runterfahren, dann fahr ich den so. So, er ist schon wieder aggressiv. Jetzt habt ihr es geschafft. Hey Muxat! Muxat! Da ist ein gelber Bus! Oh! Das ist unser gelber Bus. So, Ladies, das war's. Jetzt sind wir auf dem Weg nach Hause, ne? Und wenn ihr vorhabt, dahin zu gehen, dann nehmt euch ein Auto mit dem weniger hochwertigen Fahrwerk, weil der Rücken bringt euch um. Bringt euch um, Alter. Der killt euch. DR-Technik. Rückenschmerzen. Überhaupt des Todes. Nicht. Oder weicht die Karre. Oder weicht der Fahrer. Ich weiß nicht, was mit dem Auto vor uns los ist, Alter. Der ist nur am Bremsen. Route wird gestartet. Ziel, Motorshow. Nur mit kleinen Kindern zu tun. Niklas, sag was. Wir sind jetzt im Messegelände und es ist auch ziemlich wenig los, Gott sei Dank. Wir sind jetzt am letzten Tag hier am Sonntag und es ist auch schon ziemlich spät, 5:30 und es wird auch schon einiges abgebaut. Aber das ist nur gut für uns, weil dann können wir umso mehr Autos filmen, weil hier nicht mehr so viel Trouble ist. Deswegen rennt jetzt
jetzt der Fabian auch schon die ganze Zeit hier mit seiner Cam her. Fabi ist ein bisschen busy. Fabi ist ein bisschen busy, der hat ein bisschen busy viel getrunken gestern Abend. So viel gibt es eigentlich nicht dazu. So viel gibt es eigentlich nicht dazu zu erzählen, weil man weiß ja gar nicht, wo man anfangen soll. Ich würde sagen, der Fabian setzt das ein bisschen in Szene und zeigt euch das. Whistle from my downfall, like a shooting star, head to the ground, y'all. I ain't worried, I ain't mad, that's the plan, though. I'ma crash land right to your danger. Taste the fury at the black fist. Truly giving bars like the jury do the black kids. This ain't a game, boys, purely for the practice. I verse some, they sound bite, then turn me to a classic. I'm a fallen angel, my descent is from the heavens. My weapon is appendix, and the blood is seven reference. The writing is a method, I write it down in deafness. And only words and lines, I see the light and righteous sentence. But I'm no messiah, I was hired by the most high to come inspire and breathe fire on these false gods. Destroy empires through the wire, why you're so high? Cause I'm not a writer, I'm a choir filled with coke lines. Wishing for my downfall, like a shooting star, head to the ground, yo. I ain't worried, I ain't mad, that's a plan, though. I'ma crash land right to your danger, yeah. Wishing for my downfall, like a shooting star, head to the ground, yo. I ain't worried, I ain't mad, that's a plan, though. I'ma crash land right to your danger. See you condescending. This ain't for stardom, that's for starving bellies. How many artists jelly? Probably many. I'm laughing at these videos, I call them Rennie. Yeah, let's get this party started with my bottle of Henny. Collision course, I blow you all away. Precision hit my targets with a daughter's aim. My penmanship is sharper than your barber's blades. They couldn't catch the punchline, so they caught a fade. Mein persönliches Highlight ist natürlich Niklas, das müssen wir jetzt erstmal kurz zeigen. Also das ist Max sein persönliches Highlight bestimmt. Er war ja gestern schon hier, hat er wahrscheinlich abgeleckt das Ding. E30M3. Dann hier, wenn ich mal Kinder kriege, mein Passat. Ne? Das ist Niklas sein persönliches Highlight hier. Mein persönliches Highlight, wo ich schon nächtelang nicht mehr schlafen kann. Dann haben wir uns natürlich nochmal ein paar kleine Appetitanregungen geholt für unseren Strichachter. Ich stelle nämlich auch einige rum. Ah ja. So, ich übergebe mal an den Niklas, der wollte euch noch ein bisschen was erzählen und dann ich verabschiede mich schon mal von euch. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, jetzt lässt der Johannes mich auch noch alleine. Wir bauen sie schon ab. Die meisten müssen nämlich auch jetzt erstmal ihre Felgen umstecken, weil die ja alle nur Show auf Showzwecken drauf sind. Wie der Lexi. Ja, nur. Das ist genau meine Musik heute. Also ich sitze hier gerade nochmal mit dem Strichachter. Cornelius, das geht jetzt bestimmt an dich, deine Karre.
Ich habe mir gerade die Felgen hier mal angeguckt. Das sieht so aus, als wenn das ganz normale Stahlfelgen wären in der Mitte. Die sie hinten abgetrennt haben, haben dann wahrscheinlich eine runde Platte und rundherum geschweißt und haben auf diese Platte dann einfach Betten draufgeschraubt. Also ziemlich geil. Ach, jetzt läuft's schon wieder. Hä, hey, hat es dir gar nicht gesagt? Fabi, das ist Müll, kannst du rausschneiden, weg mal. Oh, scheiße, die Bullen. Scheiße, die Bullen, Alter. Fuck, fuck, fuck. Fuck, fuck, fuck. Fuck, fuck, fuck. Die Bullen. Papa, Papa. Der ist ein bisschen ein Otto geworden, aber ich hab Respekt vor dem. Schönes Familienfoto. Alter. Auftragen, polieren. Auftragen, polieren. Kleine Fabi hat ein bisschen Hunger, gell? Hunger. Du musst jetzt mitten hier im Gang stehen bleiben. Guck mal in die Klasse, Papa, lauter. Hallo. Klasse. Jetzt fängt es langsam an, so ein bisschen zu blenden hier. Jetzt knallt's, Jungs. Jetzt geht's. Sehr große Aufbruchstimmung, aber jetzt hört man wenigstens mal was von den Kisten. Selbst die Polizei ist am Start. Scheiße, die Bullen, Alter. Fuck, fuck, fuck. Fuck, fuck, fuck. Achtung, die Wette. Hier drauf. Hier bockt's, Alter. Das ist ja nicht mehr noch gewesen. Markus, aber winken. Zwei Spezialisten, OEM-Fabrik und SN Exclusive. Jetzt verratet mir erstmal, welche Reibung da entstanden ist, dass er in der ersten Halle direkt am Eingang steht. Geld regelt alles, ja, Geld regelt nur. Alles. Es entregelt. Ja. Das ist jetzt noch immer, wir nehmen immer noch auf. Leute, hier. Das war von unserer Seite die Essen Motor Show 2016. Ich hoffe natürlich, der Fabi macht was draus. Dass wir den Weg vor euch nicht umsonst hierher gereist sind. Diese erbärmlichen 4 Stunden Fahrt oder so. Ja, jetzt wird's dunkel und wir gehen nach Hause und verabschieden uns. Ciao.